willkommen bei Minibag Nano Aquaristik, dem Onlineshop für Zwergkanierenhaltung. Bevor wir mit dem Thema dieses Videos loslegen, eine kleine Ankündigung. Nächste Woche Sonntag, das ist der, ich muss nachschauen, der 18. August 2024 wird ein Livestream stattfinden. Theoretisch wäre es eigentlich diese Woche. Dieses Wochenende war zu voll bei mir, es hat einfach nicht funktioniert. Und der Sonntagabend ist auch schon verbucht. Ich habe euch ja gesagt, das kann sich manchmal ein bisschen wechseln und ich kündige es ja auch früh genug an. Also jetzt die erste Ankündigung, es gibt einen Livestream nächste Woche Sonntag, wieder um 20 Uhr. Ja, ich komme so ungefähr um 19 Uhr nach Hause, das müsste eigentlich passen, das müsste ich eigentlich schaffen. Und dieses Mal halt nicht nur quatschen, sondern wir wollen auch was machen. Ich möchte nämlich so kleine rote Lavasteine mit euch bekleben. Hier ist jetzt so eine schicke kleine Mini-Anubia drauf. Das werde ich aber mit Bucephalandra bekleben und ein bisschen Moos. Muss ich mal schauen, welches Moos ich benutze. Also wir bekleben Steine und quatschen ein bisschen. Und wenn ihr Lust habt, schaut doch gerne nächste Woche vorbei. So, einmal weich gepolstert und nun kommen wir zum eigentlichen Thema des Videos. Es geht um die Caridina logemanni, die Bienengarnele. Und natürlich fällt uns allen als erstes die Red Bee ein. Die ist auch noch in meinem Shop geführt. Ich habe sie im Moment nicht da. Also ich habe sie schon sehr lange nicht da. Das liegt daran, dass ich meine Stämme auf Robustheit züchte. Und einen Stamm, den man wirklich auf Leitungswasser gut halten kann, der ist recht selten zu finden. Und deswegen dauert es ein bisschen. Und ich lasse mir auch ein bisschen Zeit damit, denn ich mag meine Black Bee und meine White Bee Ghost auch sehr gerne. Und möchte euch die hier auch ein bisschen besser vorstellen, denn die sind tatsächlich so ein bisschen zurückgefallen hinter den Neocaridina. Ich habe die nicht so oft gezeigt, ich habe nicht so viel von denen gesprochen und heute soll es mal nur um die Caridina logemanni gehen. Wenn wir uns mit Caridina beschäftigen, schreckt diese Kompliziertheit zwischen verschiedenen Graden und PRL und PBL und so weiter so ein bisschen ab. Gerade wenn man Neueinsteiger ist in dem Hobby. Aber ich kann euch nur sagen, habt ihr das richtige Wasser, also weiches Leitungswasser, so wie ich es jetzt habe, lasst euch da nicht abschrecken. Das wird alles so ein bisschen kompliziert dargestellt, aber wenn man einmal durchgeblickt hat, dann funktioniert es auch ganz gut. Und letzten Endes ist die Haltungsweise der Tiere gleich. Vollkommen egal, ob ihr Crystal Bees habt, ob ihr Super White habt, PRL oder so etwas. Es sind alles Caridina logemanni und da sind die Wasserwerte tatsächlich alle gleich. Zur Haltung direkt und zu den Wasserwerten, gerade auch im Leitungswasser, habe ich schon mal ein extra Video gemacht. Das ist jetzt beinahe schon 2 Jahre her. Das war damals noch im Laden. Ich verlinke euch das aber hier mal in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Da gehe ich ganz genau auf die Haltung von Caridina-Garnelen auf Leitungswasser ein. Das möchte ich hier jetzt nicht nochmal alles auseinanderdröseln. Das Video ist eins von den alten, mit denen ich relativ zufrieden bin. Schaut euch das also gerne einmal an. Und wo wir gerade von meinen alten Videos sprechen, es ist so, dass ich am Anfang alle meine Garnelenstämme einmal vorgestellt habe, als ich mit YouTube angefangen habe. Das sind ganz kurze Videos, so 2,5–2 Minuten ungefähr lang. Ich verlinke euch aber diese Playlist einmal. Das ist die Playlist Garnelen. Da sind auch so allgemeine Infos über Garnelen drin. Könnt ihr gerne einmal durchschauen. Da habe ich die Stämme im Einzelnen schon mal ganz grob einmal vorgestellt. Alle Fakten im Grunde genannt. Also wenn ihr das im Schnelldurchlauf sehen wollt, gerne noch einmal hier. Und hier möchte ich speziell nochmal auf meine Zuchtziele und auf die Unterschiede zwischen einer White zum Beispiel und einer Ghost einmal eingehen. Und wir schauen uns die Garnelen jetzt einmal ganz genau an. Einmal aus dieser Perspektive, hier drüben links haben wir die Neocaridina und wandern wir hier weiter. Kommen wir zu den Caridina, Golden Tiger, Sulawesi und natürlich dann hier die logemanni. Einmal die White Bee, Ghost. Warum Ghost, erkläre ich auch nachher nochmal. Wir schauen uns aber erst einmal die Black Bee an. Und der Bilbo ist auch hier mit am Start, möchte nichts verpassen. Mein Schätzchen. So, schauen wir uns die Bienen an. Die Black Bee wird fälschlicherweise manchmal als Urform der Caridina logemanni angegeben. Das ist natürlich Quatsch. Die Urform der Caridina logemanni ist zwar ja leicht weiß-schwarz gestreift, aber längst nicht so abgesetzte Streifen, Bänder nennt man die übrigens, sondern das vermischt sich alles so ein bisschen, so ähnlich wie bei einer Crystal.
Und die Farben sind auch nicht ganz so deckend. Was bei meinem Bienenstamm deutlich zu erkennen ist, wie gesagt, ich züchte ja auf Robustheit, dass ich nicht nach Graden selektiere. Gerade sind die verschiedenen Ausprägungen der Farben, also der Bänder. Das heißt, die Bänder können, es können dreibändig sein, es könnte vierbändig sein, das Tier. Es könnte auch nur ein Band haben oder Punkte auf dem Nacken. Und all diese verschiedenen Farbgebungen haben verschiedene Bezeichnungen. Kann man im Internet schnell nachschauen. Es gibt den Tiger Tooth zum Beispiel, es gibt die Mossura und es gibt noch jede Menge andere. Und so habe ich halt viele verschiedene Individuen in meinem Stamm, die ich bewusst nicht ausselektiere. Das tue ich nicht, weil meine Kundschaft da tatsächlich nicht dran interessiert ist, dann höhergradige Tiere zu einem höheren Preis dementsprechend natürlich auch einzukaufen als ganzen Stamm, sondern man bekommt bei meinen Caridina tatsächlich so ein bisschen eine kleine Wundertüte. Hier seht ihr auch, die Bänder hinten sind nicht ganz ausgeprägt. Hier seht ihr, dieses Tier hat gar keinen Band hinten, hier auch ein halbes Band und da wieder dann ein vollbandiges Tier. Und so weiter. Also es sind alles wirklich Individuen. Kauft man, wie üblich eigentlich, ungefähr 10 Stück, bekommt man 10 Individuen, die man auch tatsächlich unterscheiden kann. Und genau das ist für Hobbyzüchter halt sehr attraktiv und man kann darauf aufbauen, dann zum Beispiel weiter zu selektieren und vielleicht auch eine Snow White zu züchten. Was ist nun eine Snow White? Ihr seht es schon, ein Tier, das überhaupt keine farbigen Ansätze mehr hat, sondern rein deckendes Weiß. Und hier eine sogenannte Snow White Gold oder Golden Snow White. Golden White wird sie auch manchmal genannt. Das ist immer ganz unterschiedlich von Händler zu Händler. Das wird auch manchmal auf einen Stamm selektiert. Und das entsteht halt einfach dadurch, dass die Fleischfarbe des Tieres durchkommt. Die ist nämlich bei den Caridina Logomani so leicht orange-gelb. Das heißt, das Weiß bei diesem Tier ist nicht so sehr deckend wie bei dem Kleinen, das wir eben gerade gesehen haben. Diese Erscheinungen entstehen dadurch, dass früher einmal die Snow White absichtlich hineingezüchtet worden ist in die Black Bee und sowohl auch in die Red Bee. Das ist gemacht worden, um das Weiß einfach zu festigen. Dadurch entstehen aber halt dann wirklich ab und zu mal so solche Tiere hier, die unter anderen Umständen ganz gefragte Zuchtexemplare sind, die ich aber wie gesagt hier nicht herausselektiere. Also worauf ich hinaus möchte ist, die Selektion bei den Bienengarnelen geht im Grunde bei diesem Stamm nicht weiter nach unten. Ich kann keine schlechten, in Anführungszeichen, Tiere herausselektieren. Ich würde mir praktisch solche Rosinen herauspicken und dann damit weiterzüchten. Das möchte ich aber gar nicht, weil ich höherpreisige Tiere gar nicht weiter verkaufen möchte. Dafür habe ich nicht die Nachfrage. Und wie gesagt, alle robust auf Leitungswasser, auf die genauen Werte gehe ich in dem verlinkten Video ein. Da erkläre ich auch nochmal, wie das ist, Ausgangswasser, Leitungswasser ist ja nicht unbedingt genau das Wasser, das man im Aquarium hat, denn man bereitet es immer ein bisschen auf, nicht unbedingt mit Zugaben von Salzen oder anderen Mitteln, sondern man bereitet es ja auch auf mit Laub zum Beispiel, mit Holz, mit anderen Naturmaterialien. Man kann das Wasser verschneiden, nennt man es, also mischen mit anderem Wasser. All das erkläre ich in dem verlinkten Video. Ich gehe damit ja schon jetzt ins dritte Jahr hinein und bin damit sehr, sehr zufrieden. Das ist bei mir halt so günstig, weiches Wasser aus der Leitung zu bekommen, dass ich als Ausgangswasser für meine Aquarien benutzen kann. Den anderen Weg kann man natürlich auch gehen und Osmosewasser als Ausgangswasser dann fürs Aquarium benutzen. Das kommt halt wirklich darauf an, welche Voraussetzungen man denn dann hat. Und nun lasst uns nach oben wandern zu den White Bee Ghost. Ach ja, der Preis. Black Bee, hier haben wir auch nochmal die Anhaltspunkte für die Wasserparameter. Mein Preis liegt bei 3,99 Euro. Wie gesagt, ein sehr robuster Stamm, in Leitungswasser gehalten, in Leitungswasser gezüchtet. Und das ist nun mal etwas, was ihr nicht so oft bekommt. Das ist tatsächlich eine kleine Besonderheit. Ganz genauso verhält es sich mit den White Bee Ghost. Da liegt der Preis tatsächlich bei 6,99 €. Das ist tatsächlich so der übliche Marktpreis für diese Garnele. Allerdings sind die meine, wie gesagt, auch genauso robust wie die Black Bee und auch auf Leitungswasser gehalten. White Bee hat einen durchscheinenden, glänzenden Körper.
Manchmal nimmt man ja auch den Zusatz Ghost noch dazu. Das passt, wie ich finde, ganz gut. Hat weiß bis ungefähr türkisfarbene Eier und auch der Eifleck erscheint so. Hier seht ihr bei dem linken Tier den türkisenen Eifleck. Ich hoffe, die Kamera gibt die Farben wieder ganz gut her. Die Fleischfarbe ist tatsächlich fast durchsichtig, anders als es eigentlich bei den Karidina ist. Wie gesagt, die ist eigentlich eher so ein bisschen gelblich. Ihr seht hier am Kopfbereich die Organe, die so gelblich erscheinen. Die Fleischfarbe ist aber, wie gesagt, so weiß durchscheinend. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt so ein bisschen näher bringen, was an meinem persönlichen Stamm so ein bisschen besonders ist, weshalb ich nicht selektiere und es trotzdem keine Vermehrung ist. Und ja, was auch so ein bisschen die Unterschiede zwischen White Bee und Snow White ist, das sind so ein bisschen die Grundlagen, die man wissen muss. Aber wie ihr schon seht, das ist überhaupt nicht kompliziert. Jetzt würde mich natürlich sehr interessieren, ob ihr schon Erfahrungen habt, Karidina, besonders Karidina Logomani, auf Leitungswasser zu halten. Ich habe das Gefühl, es trauen sich nicht allzu viele und manche haben natürlich auch großes Pech mit den Werten in ihrem Leitungswasser. Würde mich sehr interessieren, wir tauschen uns gerne in den Kommentaren aus und vielleicht sehen wir uns ja auch im Livestream nächste Woche. Denkt daran, da werden dann kleine Steinchen beklebt. Ich freue mich schon sehr darauf. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video, meine Lieben. Vielleicht schaut ihr auch im Shop vorbei auf www.minibag.de. Würde mich sehr freuen. Bis bald!